Die Mathematik ist eine der wichtigsten Grundlagen für das Verständnis unserer Welt und für Fortschritt und Veränderung. Auch auf der Grundlage mathematischer Theorien und mit Hilfe mathematischer Methoden verändern sich viele Lebensbereiche im schnellen Tempo. Dadurch stellen sich uns immer mehr und immer komplexere Probleme, die wir nur mit Weiterentwicklungen der mathematischen Spitzenforschung lösen können. Faszinierend am Grundlagenaspekt der Mathematik ist die Tatsache, dass Dinge, die heute den Anwendungen noch weit entrückt sein können, schon morgen im Zentrum des Interesses stehen können, wie beispielsweise Kryptographie, Gesetzmäßigkeiten von natürlichen Zahlen und Primzahlen waren über lange Zeit der Öffentlichkeit entrückt und mit der Einführung von elektronischem Geld steht diese Theorie plötzlich im Zentrum des täglichen Interesses. In Berlin ist eines der wichtigsten Zentren für die Forschung in der Mathematik entstanden. Die drei großen Berliner Universitäten und verschiedene Forschungseinrichtungen arbeiten zusammen, um die besten Köpfe für führende Forschungsprojekte zusammenzubringen. So wie Christoph Schütte, Professor für Scientific Computing, dem Teilbereich der Mathematik, in dem es um Computersimulation zur Lösung komplexer Anwendungsprobleme geht. Er arbeitet zum Beispiel auch mit Visualisierungen, um Probleme verschiedenster Art, von U-Bahn-Fahrplänen bis zu Molekülstrukturen, mit Mathematik zu lösen. Für mich ist Mathematik faszinierend, weil sie in allen Anwendungsdisziplinen relevant ist. Ob ich mit Physikern, Biologen, Chemikern, Ingenieuren oder auch Sozialwissenschaftlern zusammenarbeite, ich als Mathematiker kann immer etwas beitragen. Und die Kollegen finden es wichtig, uns zu beteiligen, weil sie merken, mit uns können sie Probleme lösen, die sie alleine nicht in den Griff bekommen. Probleme anderer Art, nämlich hauptsächlich theoretische, bearbeitet Anna von Pippich. Die 30-Jährige ist Doktorandin an der BMS und fühlt sich dort sehr wohl. Ich schätze sehr, dass ich nicht nur mit hervorragenden Fachleuten aus meinem Gebiet zusammenarbeiten kann, sondern dass ich auch die Möglichkeit habe, Verschiedenes über andere Gebiete der Mathematik zu erfahren. Zum Beispiel bei den BMS-Freitagskolloquien, wo sich alle Studenten treffen. Die Vorträge dort sind sehr interessant, sehr inspirierend und auch für meine eigene Arbeit wichtig. Anna von Pippich arbeitet auf dem Gebiet der Zahlentheorie, auch Arithmetik genannt. Das heißt, sie untersucht die Eigenschaften von Zahlen und versucht, Regeln dafür zu finden. Zum Beispiel für die Zerlegbarkeit in Primzahlen. Um sie besser zu überblicken, ist die Tafel dabei ein wichtiges Hilfsmittel. Seit der Antike versuchen Mathematiker, grundlegende Formeln für das Verhalten von Zahlen und anderen mathematischen Objekten untereinander aufzustellen. Also faszinierend ist, dass es immer wieder überraschende Zusammenhänge zwischen verschiedenen Dingen gibt, die man so nicht vermuten würde. Und das ist Wahnsinn, weil man dann sozusagen in die Objekte erstmal hineinzoomt und immer tiefer hineingeht, bis man irgendwann das richtige Wesen der Dinge erkennt. Und währenddessen hat man dann sozusagen, entdeckt man diese neuen Zusammenhänge. An diesem mathematischen Wesen der Dinge, das sich oft nur Experten erschließt, arbeiten Professoren und Studierende der BMS. Die Berlin Mathematical School zieht mit ihren besonders guten Möglichkeiten exzellente Absolventen aus vielen Ländern an, die mit ihren unterschiedlichen kulturellen Hintergründen die Forschung bereichern und die internationale Bekanntheit der BMS verbessern. Diese Vielfalt nutzt auch Professor Günther M. Ziegler. Einer seiner Forschungsbereiche ist diskrete Geometrie. Deren Erkenntnisse bilden die Grundlagen nicht nur von Computergrafik, CAD und Visualisierung, sondern auch für grundlegende Optimierungsverfahren wie die lineare Programmierung. In der diskreten Geometrie interessieren mich Strukturen, die aus Ecken, Kanten, Dreiecken, Vierecken zusammengesetzt sind. Das ist am Anfang ganz einfach, das können aber sehr, sehr komplizierte Strukturen werden. Und wie kompliziert solche und wie komplex solche Strukturen werden können, das ist eine aktuelle Forschungsfrage, wo wir hart dran sind, eben auch Antworten zu geben, die dann gelten. Professor Ziegler bearbeitet dabei rein theoretische Fragen, zum Beispiel Probleme der vierdimensionalen Geometrie. Auch wenn es für solche Erkenntnisse bislang keine Anwendungen gibt, so sind sie doch wichtige Entwicklungen für die Mathematik. In der Berlin Mathematical School arbeiten theoretische und angewandte Mathematiker zusammen. In vielen Feldern der Mathematik, von Analysis bis zur Zahlentheorie. Umfangreiche Möglichkeiten für ihre großen Aufgaben in der Zukunft. Wir haben in kürzester Zeit Hervorragendes geleistet, insbesondere bei der internationalen Sichtbarkeit, bei der Internationalität der Studierenden, bei Gender-Aspekten. Künftig wollen wir noch verstärkt gegenüber unserer Konkurrenz in USA und Großbritannien auftreten.
Wir hoffen, erfolgreich zu sein in einem künftigen weiteren Exzellenzwettbewerb. Und schließlich soll die BMS in die universitären Strukturen überführt werden und entsprechend auch finanziell abgesichert werden. Und dann kann man gespannt darauf warten, mit welchen interessanten Fragestellungen und intelligenten Lösungen uns die Forscher der Berlin Mathematical School noch überraschen werden.